Moin, Delefleit, wie geht es dir? Wenn du mich heute siehst, dann gehe ich davon aus, dass du bereit bist, für heute ein bisschen Zauberei zu lernen. Stell dich mal vor, mein Name ist David Giacomini und ich bin heute den Zauberer, den ich nicht nur mit Trika weiß, mir auch noch beibringt. Und schon heute den kleinen Assistent Lappa mitgeholt, der guckt die ganze Zeit nur. Und mein zweiten Assistent, den sieht ein bisschen später, das ist Alex, den hast du am Moment noch verstoppt. Und heute, was wir machen, sind hauptsächlich Kartentricker. Und zwar einfach Kartentricker für zu lernen, aber ganz impressionanter. Da gebe ich schon, ihr mal zu viel schwätzen, fangen wir direkt an. Und das, was ihr braucht, ist natürlich für diesen kleinen Workshop, der braucht ein Kartenspiel. Ein ganz normal, gewöhnliches Kartenspiel, wo der bestimmt auch schon den. Das ist, was wir machen, nächsten Trigger ist ganz einfach. Ich habe schon mal hier erlebt, ein schwarz 6 und ein schwarz 9 rauszuholen. Voilà. Und was wir da machen, ist ganz einfach, ich hole mein Park hier und ich lehne den irgendwie ein Kehr hier mit und ein Kehr hier mit. Ja? So, dass ihr da seht, dass die schön an der Mitte sind. Und dann lehne ich die dran und dann lehne ich den Park drinnen. Dann mache ich ein Kehr Abracadabra und dann durch die Zauberei mache ich ein Kehr zack, Nummer 1 und zack, Nummer 2. Und so fange ich die zwei Karten hier irren. Voilà, das war der erste, schnellste Kartentrick überhaupt auf der Welt. Was wir machen, ist, ich erkläre euch direkt, wie es geht. Aber ja, hier und sich, was hier passiert ist, ist schon gelungen. Ja, Zauberer lernen hier in Sommel, weil für die, die ganz, ganz gut aufgepasst haben, haben vielleicht gemerkt, dass ich ein, das heißt noch Schöpening, das heißt noch Kreuzer 6, an die Karten, die ich am Anfang gewesen bin, etwa Kreuzerning, Schippel 6. Und das ist aber nicht der Fall hier gewesen, ne? die da rauskommen. Das ist, was ich hier muss machen, ich hole hier, duck, 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 hier hole ich mein Schippel 6. Und wo ist mein Kreuzerning? Und Kreuzerning ist hier. Voilà, das ist am Anfang, was wir machen, wir präparieren ein Kartenspiel, an dem wir hier die 4 Karten rausholen. Dann holen wir hier ein Kehr, egal was ihr das wollt, mit das müssen die zwei verkehrt sein. Das ist, wir holen ein Kehr, hier holen wir Kreuzerning, wir lehnen die hier drauf. Und wir holen hier Chippen, 6, und wir lehnen sie drin. Voilà. Da ist unser Anfang. Und die zwei anderen nehmen wir einfach so separat. So, ich meine, es müsste ziemlich einfach sein, zu verstehen, wie der Kartentrick geht. Das ist, ich weiß hier, Kreuzer 6 und ich weiß hier Chippening. Man konnte was ich nicht machen, ist so nicht auch schon hier Kreuzer 6 und ich schon hier Chippening. Mehr ist so einfach auch schon ein Schwarz 6 und ein Schwarz Ding. Und ich weiß den nicht eine halbe Stunde lang, für das Leute genug Zeit zu gucken. Das ist so wie ich vorher gemacht habe, ich weiß ein Schwarz 6, ein Schwarz Ding. Und für das Leute, das Gehirn nicht zeigt noch gut genau zu gucken, was das ist. Das ist Gehirn gesagt, tschüss, das ist schwarz, das ist ein Ding, das ist ein 6. Tipptopp. Dann, und sich vergessen wir nicht, wir haben ja die zwei anderen Karten, die umgedreht haben wir hier oben. Das ist das Einzige, was wir machen, ist, die eng. Und du könnt deret machen, die können Zuschauer losen, die dran machen, das irgendwo los. Dann machen wir die einfach dran. Dann nehmen wir da hin, für zu weisen, dass wir nicht fuddeln, obwohl wir gerade gefuddelt haben. Und dann machen wir ein kleines Abracadabra, die können hier schnipsen, wie auch immer. Dann holt er den Park und der holt einfach die jeweils an die nicht, entweder ein oder andere, wie ich gemacht habe, oder der kann doch die zwei Beine so rausziehen und weisen, dass er die direkt herumfunden. Voilà, das ist ein kleiner, aber ganz, ganz schneller Trick, den ihr könnt weisen. Natürlich, ganz wichtig, und ich werde dann noch ein paar Mal wiederholen, den heutigen Trick könnt ihr nicht nach einem Kehr weisen. Wenn ihr nach einem Kehr weist, dann kann ganz gut sein, dass Leute rausfinden, wie es geht, und das ist natürlich nicht der Sinn von der Sache bei dem Zaubertrick. Das ist Regel Nummer 1, Zaubertrick, just ein Kehr weisen. Ganz wichtig. Danach kommen noch ein paar andere Regeln. Wie die erste Regel ist, wir weisen Zaubertrick, just ein Kehr. Voilà. So, ich hoffe, dass das alles verstanden ging, aber ich meine, so schwer ist das nicht. Ich frage den Alex, denke, Alex, hast du das verstanden? Ja. Den Alex, der nickt, tipptopp. Dann meine ich, können wir weiterführen mit dem nächsten Trick. Aber für den nächsten Trick habe ich mir hier erlebt, ich habe Karten rauszuholen, für das wir hier ein bisschen Zeit sparen. Ich richte mal die, ich ist hier anständig drin. Und da ziehe ich euch eine kleine Geschichte und dann voilà. Hier habe ich 4
Kinneken. Und das gesagt, na, ganz gut. Schon mit vier Kinneken, und das sind vier Gangsteren. Und die vier Gangsteren, was die Gangsteren machen, die in eine Bank überfallen. Das heißt, das ist meine Bank. Und was so geschieht, ist, sie wollen die überfallen. Und für das das anständig kann gehen, müssen sie sich aufnehmen. Das heißt, sie gehen oben, kommen sie ran. Und was so geschieht, ist, der erste geht hier auf die Rechose. Der zweite die geht hier up, auf den ersten Stock. Und der zweite die geht auf den dritten. Und der letzte natürlich, die bleibt oben. So, und was passiert ist, sie machen, was sie müssen machen. Und hier die Police kennt, weil die Police kennt ziemlich schnell, müssen sie alle gut um die Uhr fahren, um können fortzulaufen. Und das geht einfach so. 1, 2, 3, 7, salabim, puff. Und in dem Moment, tak, 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 gehen sie alle gut nach oben, ohne dass ihnen gesagt. Und in dem Moment fanden wir die Feuerkliniken und die Feuergangster, die hier oben sind. Voilà. So, das ist noch so ein ganz flotter Zaubertrick. Du brauchst aber ein bisschen Präparation am Voraus. Das erste, was wir machen, ist, wir holen aus ihrem Kartenspiel hier, holen da die vier Kinneken raus. Das ist Kinneken. Voilà. Ihr könnt, egal was für eine vier Karten holen, ich hole gerne Kinneken. Ihr könnt auch Damen holen, ihr könnt auch Bauern holen, das ist erst los. Ich will schon Kinder gern, das ist, ich will alle Kinder raus. Ich will vier Kinder hier, wir nehmen die mal raus. Hallo, kennt den Trick von der Sache, der Frau, der ist bestimmt, ja, schon aber gesehen, hier nur die aber in den Park mit. Wie kann es sein, dass die immer noch im Ufer sind? Aber das ist ganz einfach, der holt nur drei, egal was für Karten. Ich will nur heute drei Karten. Und der ganze Trick bei der Sache ist folgendes. Ich hole meine Feuerkinneken hier und da lehne ich hier drin die anderen Karten drauf. Das ist 1, 2, 3 Karten, die, egal was für die lehne ich drauf. Genau so. Und dann mache ich die ganze Boutique hier zusammen. Voilà. Das war den anderen Zauberei, das Setup. Das Setup heißt, so wie die Karten am Anfang sollen sein, ehe ich den Trick aufhängen. So, natürlich hei, darf ich nicht das Tote weisen. Ne? So geht der Trick nicht. Natürlich, was ich muss machen muss, ist von Anfang an, und das werde ich gebeten, ich nehme die oben hin. Voilà, so sieht das wie die Karten. Aber wenn ich loslege, mache ich das Tote, ich nehme sie so, wie ich es am Anfang gewesen habe, und ich verstoppe die heute Karte mit dem Kinnick. Und ich halte die so fest. So gut es geht, so fest es geht, für das sie nicht hinten drüber gesagt werden. Wenn das dort noch einmal lässt, das wäre nicht gut. Das heißt, ich halte die ganz, ganz fest an, mit denen zwei Händen. Und dann weiß ich, hey, oder mit einer Hand, dem da wieder sieht, ich lebe schon die zwei Händen, da sieht er mich sicher. Hauptsächlich, wenn er ein bisschen kleine Hände hat, das verrutscht das und das wäre nicht so gut. Das heißt, ich weiß, hey, dass ich die Feuerkinneken habe. So fangen wir an. Und dann mache ich heute so. Und da lehne ich das hier drauf, auf die Bank. Ich erzähle gerne eine Geschichte. Der muss keine Geschichte erzählen. Der könnte natürlich auch dieselbe Geschichte holen, mit den Gangstern, mit der Police, mit der Bank. Der muss das aber nicht. Wenn der vielleicht eine interessante Geschichte tut, keine Ahnung, vielleicht mit königlicher Dinosaurier, Schildkröten, ich weiß nicht, was der auffällt, dann könnte er das natürlich auch machen. Das ist der Sinn, dass du könntest doch einfach so, ich lehne die vier Kinder ran und abracadabra, sie sind oben. Das ist erst ganz los, wie der will den Trick präsentieren. Ich erkläre euch, wie es geht. Wir haben hier noch die vier Kinder und hier die drei Karten, die separat sind, die wir auch verstopft haben. Also, gesagt es aus, als hat man noch einmal vier Karten, das Kind, die so genau dahinter guckt, wie das dort einen Unterschied macht. Das ist nicht die oben. Und du musst aufpassen, das ist, was ich oben habe, sind nun sich drei Karten, die nicht Kinder sind, und darunter nicht die vier Kinder. Das ist, was mache ich konkret? Ich habe die erste Karte und ich sage, die geht auf die Rechose. Und ich lehne die hier drin. Hier aufpassen, dass da nicht der Tote macht, der holt und der weiß die Karte, weil so gesagt wird, dass kein Kinder ist. Das ist am besten, der holt die Karte so, dass sie nicht gesagt wird. Ein bisschen nur in meine Richtung hier gedreht. Okay? So, das ist, der legt den drauf.
Dann genau dasselbe, ich inkliniere ein bisschen so, dass ihr nicht seht. Ich sehe von hier. Und dann hebe ich ein bisschen ab in den nächsten Stock. Ihr könnt doch, so wie ich es gemäht habe, randrücken. Aber ihr könnt doch abheben an der Totemann. Ich meine, ich merke dem nur, wie groß, klein die Hände sind, wie gut der eins geht mit Karten, wenn die Karten rutschig sind. Also vielleicht müsste ich dazu zu machen. Das ist der erste Rechose. Ich rede schon den zweiten, nächsten Stock und den letzten auf den zweiten oder dritten Stock, dem noch wieder die Geschichte erzählen. Voilà. An den letzten weiß ich nicht. Also, das ist, was habe ich noch gemäht? Schon in sich hier. Das einzige, was ich hier gemäht habe, sind die drei Karten, die noch nicht Kinnicke waren, und ich und sich reguliert. Das ist, die Feierkinnicke sind noch immer oben. Voilà. Ich mache das noch ein Kehr. Zack, wir machen ihn hier. Wir machen ihn hier und wir machen ihn hier und dann machen wir zu. Dann haben wir die hier Feierkinniken, die hier dran sind. Also die Feierkinniken, die oben sind und die verschiedenen Karten, die dran sind. Das heißt, auf dem heutigen Punkt sind wir uns ziemlich gut. Den Trick ist uns fertig, ich brauche nichts mehr zu machen. Das Letzte, was ich meine, ich weiß noch, dass die Feierkinnik oben ist. Für sie ein bisschen zu unterstützen, dass ich nicht gefuddelt habe, dass ich nicht falsch gemacht habe und dass ich ehrlich war. So, dann machen wir die Geschichte oder wie auch immer und dann habe ich hier die Feierkinniken, die oben sind. Voilà. Ich hoffe, dass das verständlich ist für jeder. Und dann haben wir hier die Feierkinniken am Fond. Wie gesagt, da muss man aufpassen, dass wenn die Karten rollt, dass er die nicht in die Flaschen, dass er die nicht weiß. Also die könnt ihr entweder von vier oder die könnt ihr auch von Handen rollen, dass das auch ein Mensch geht. Dass er sich los wieder das Leben. Und ich schon lieber von vier, weil man noch verstorben ist für den Zuschauer und man hat das Gefühl, dass das gefordert wird. Und wenn ihr unsicher seid, könnt ihr natürlich auch Karten von Handen einfach so rollen. Ja, das ist auch kein Problem. Voilà. Und dann, wie gesagt, die Lashkarte weiß man hier. Dann machen wir Abracadabra und du könnt auch einen Zuschauer ein drauf klappen bekommen. Das ist hier los. Und da weiß er, dass die Feier Kinniken oben sind. Wie gesagt, für die Leute, die zum Beispiel gerne Poker spielen, können auch Feier Assen holen. Die Geschichte ist ganz ehrlich los. Auf jeden Fall, der Trick funktioniert immer auf dieselbe Art und Weise. Ein Froh, die da vielleicht so, dass, David, was mache ich, wenn am Anfang Leute ein bisschen komisch fanden, dass ich die so unheile? Ja, also es gibt Methoden an der Zauberei, für das noch besser zu verstoppen. Aber die sind immens kompliziert. Du willst, gebe ich euch Urroden, wenn ihr den Trick sollt machen, weiß direkt die Leute, die Feier Kinniken und froht nicht ganz lang. So, da habe ich schon Feier Kinniken, okay, schlägt die drauf und dann fängt direkt mit der Geschichte an. Weil das ändert, sonst geht es ein bisschen kompliziert. Es gibt natürlich Möglichkeiten, vielleicht in einem zukünftigen Video weiß ich nicht, aber ob die einfach oder weiß, meine ich, geht das durch. Und der sollte ja Karten trinken, für die Leute Spaß zu machen, nicht unbedingt für Sachen zu beweisen. Voilà. Der Mensch, wenn man heute mit dem heutigen Kartentrick gut. Also Alex, ist alles okay? Gut verstanden? Tipptopp, Alex, der nickt, das ist super, dann können wir schon direkt zum nächsten Trick kommen. Und für den nächsten Trick, da werde ich aber den Alex brauchen. Das ist Alex, du kannst doch heute abstehen. Und dann kannst du hinkommen und ich bin hier allein. Das heißt, ich klappe für dich, ich sehe sicher, du hier Leute klappen auch für den Alex. So, moin Alex. Moin. So, das heißt, das ist ein Alex. Und Alex ist heute mein, nee, das ist Versuchskaninchen, du bist heute dein Assistent. Ja? So, Alex, ganz wichtig, wenn du mit Karten spielst, für vier Runden, du freust dich, kannst du Karten spielen mischen. Kannst du das machen? Kannst du das nicht machen? Aber dann, komm, wir machen das zusammen. Ich mische für dich. Traust du mir? Ja, so soll man Zauberer vertrauen. Ne? Das ist eine gute Sache. So. Was du vielleicht kannst aber machen, Alex, ist einfach so Käfer schon machen und darum alles abnehmen, alles du schon nicht machen. Kannst du das machen? So. Alex, du musst das tiptop. Also, ja, du musst das ganz gut, das riesen du schon nehmen. Besser hätte ich doch nicht gemäht. Super. Und ganz Lützburg gesagt, dem Alex sein Dujanin hier mit den Karten. So, Alex, ich meine, mit Dujanin geht es heute nicht. Da muss man bei einer Methode kommen, und zwar nämlich, ich würde gerne, dass der eine Karte einfach sitzt. Egal, was wir haben.
tipptopp. Was wir machen, ich nehme das heute hier. Und ich hätte gerne, ich drehe mich heim, dass du der Kamera die Karte weißt, dass die Leute auch wissen, was für ein das ist. Okay? Tipptopp. Wenn du schlug ja von dir hat, verstopft die Karte gut. Ich hätte gerne, dass die Karte einmal so gut guckst, ne, und du verhältst, was du das. Ja? Voilà. Und dann, wenn du die Karte rum, kannst du umdrehen, dass du sie nicht gesehen hast. Voilà. Und dann nehmen wir die einfach hier drauf. Okay? So. Und ganz wichtig, dass du das da gut gemäht hast. Du siehst, ich schwuddle nicht und das ist das tipptopp. So, Alex, wirklich, dass du das für dich so ganz gut gemäht hast, für, dass wir den Karte absolut nicht mehr können herumfallen, gebe ich dich froh, ein Kerl hier abzuheben. Kannst du das von Schliff machen? Einfach so. Puff. Tipptopp. Nein, einfach. Oh. Genau. Super, Alex. Tipptopp. Und dann holen wir den Rest vom Pack und ich nehme den einfach drauf. So, lass die Größe vor, Alex. Wo hast du den Karte? Maja, ich werde nur den Gedanken lesen. Meinst du, ich kann das? Sieh mal ziemlich sicher, dass das wird. Guck, streifen hier ein Kerl aus. Guck mal. Ganz, ganz schön hier. Und da werden wir probieren, den Karte rauszufahren. Ich meine so, weil ich darf ja nicht hier aufhaken mit dem Ehrenbau. Ich gucke hier und ich fahre hier drüber. Ich probiere den Gedanken zu lesen. Oh, ich meine, kannst du eigentlich mal am Ehrenbau so aufhaken? Und, pass auf, bei drei, wenn du den Ehrenbau aufhackst, wie ich für den Kader. Was brett? Eins, zwei, drei, puff. Oh, hi. War das den Kader? Ja, das war's. Ja, die Kamera kann doch noch ein Bescheid zuhören. Und dann meine ich, Alex, haben wir gut geschafft zusammen. Ne? Dann gebe ich schon einen großen Applaus für den Alex am Stück. So, Alex, dann kannst du dich mal hier sitzen gehen und dann erklären nicht den Trick für den Rest vom Publikum. So. Alex, ich muss das verraten. Ich kann nicht wirklich Gedanken lesen. Ich habe ein bisschen gefuddelt. Und ich meine, nachdem ich euch den Trick erklärt habe, dann könnt ihr auch ein bisschen fuddeln. Ganz einfach, wie mache ich diesen Trick? Erstens mal, was sind Vorteile von diesem Trick? Da das, dass ich das Kehr nicht muss vorbereiten. Wie drin haben wir ja gesehen, du musst Karten oben, unten, links, rechts so ein bisschen drauf verstoppen oder drauf machen. Das heißt, was den Zuschauer nicht kann machen, ist das Kartenspiel stickeln. Und das ist ein Problem. Der Zuschauer will heißt du mal Kartenspiel stickeln. Und die zwei Tricks, die ich euch gewesen habe, wenn die Leute stickeln, hauptsächlich knicken oder zeigen sie nicht, da kann man den Trick nicht machen. Du weißt, aus den heutigen Trick ganz wichtig, weil den heutigen Trick könnt ihr immer machen. Ihr könnt, wenn ihr irgendjemand sieht, der eine Karte spielt, könnt ihr den holen und ihr könnt den Trick direkt machen. Ihr könnt so viel mischen, schneiden, wie ihr will, das wird nicht ändern. Und ich erkläre euch, dass die sicherste Methode für eine Karte rumzufangen, egal was für eine Karte. Also, wie mache ich das hier? Das ist ganz einfach. Ich habe schon selber gemischt. Ich habe den Alex gefragt, die sollen noch einen guten Durchschnitt machen. Natürlich, die Karten sind in einer Reihenfolge, die ich absolut nicht weiß, wo war das. So, wie fand ich nur raus, was für eine Karte das ist? Das ist ganz einfach, was gemäht wird. Ich drehe nur um, dass du wisst, was für eine Karte gezogen wird. Natürlich, die Froten Zuschauer, die sollen irgendeine Karte zählen. Ich will einfach nur Terzer Damm, weil die mir hier so schön anlacht. Voilà. Und Terzer Damm, das ist die Karte, die den Zuschauer zieht. So, der vierte ist den. Ich weiß ja nicht, was du gezogen hast. Das ist ja ein Geheimnis. Ne? So, Alex hat das richtig gut verstopft. Wie weiß ich dann hier noch, wo seine Karte liegt, respektive was seine Karte ist? Naja, ich erkläre nicht direkt das Prinzip und ich erkläre nicht auch, wie du das sollst hinnehmen. In dem Moment, wo den Alex den Karte zieht, dann tun wir nur dem Alex den Karte, ich nehme den eigentlich hier. Was mache ich in dem Moment? Ich mehr als den Karte im Moment egal. Was ich mache, ist, ich so nehme so die Kamera, das ist ja aus der Kamera, du hast natürlich normalerweise keine Kamera, du. Das heißt, ich so dem Alex, das, was ich ihm auch gesagt habe, guck den Karte gut. Was mache ich in dem Moment? Ich gucke die letzte Karte vom Park und ich verhalte mir die. Das ist ganz, ganz wichtig. Okay? Das heißt, an dem heutigen Fall hat man Feierherz. Das heißt, am Kopf verhandelt man und summe die ganze Zeit Feierherz, Feierherz, Feierherz.
So, was geschieht denn, wenn hier eine Karte da oben setzt, so wie hier, und ich frage ihn, nur den Park zu schneiden, da gesehen er, dann das Feierherz, die hier ist, die landet automatisch auf seiner Karte. Das heißt, wenn ich weiß, wo das Feierherz ist, dann weiß ich just drin, aus dem Zuschauer seine Karte, respektive heute dem Alex seine Karte. Okay? Das ist im Prinzip, also im Prinzip, den nennen wir an der Zauberei Lead-Karte. Das ist, wir holen eine Karte, die wir kennen, die wir gesehen haben, und die sehen das, wo die Karte vom Zuschauer ist. Okay? Das ist, wir holen heute die Karte hier, und wir nehmen die hier drauf, und dann wissen wir hier, wo die Karte vom Zuschauer ist. Okay? So, noch ein Kehr. Für alles mit zu holen, wir haben hier eine Karte, okay, die haben wir hier, ich verhalte mir die. So, wie kann ich die Karte gucken? Ich habe ja schon gewesen, wie ich beim Alex gemäht habe. Es gibt Methoden, und auf vielen Zauberbüchern wird gesagt, ich soll das eigentlich so machen, und ich soll das gucken. Das Problem ist, und ich weiß nicht, den das gut auf der Kamera gesehen, ich habe tut den Mann, oft habe ich meinen Fanger für drin. So, dass ich nicht unbedingt gesehen werde, das für eine Karte. Das ist unsicher. Das ist schon die Methode nicht gut, dass ich meine, das Kind in ein Kartenspiel so top schlägt. Par contre, die einfachste Methode, die ich fand, die ich mal Alex benutze und die ich auch gebe, so, als die einfachste ist, ich weiß mal Alex, was du soll machen, ich soll gucken, deine Karte. Und dann verstoppe ich schon nicht, ich weiß nämlich nicht, was du soll machen. Und in dem Moment kann ich ohne Problem auch ein bisschen lang drauf gucken. Und man das verhalten, weil hauptsächlich von der Anfang zaubert, ist ja vielleicht ein bisschen nervös und da wissen nicht unbedingt, was für eine Karte du gewählt hast oder du zu vergisst. Voilà. Ich gucke die gut und ich verhalte mir die. Okay? Ich mache es wirklich, ich gucke die Karte und dann sehe ich und dann memorisiere ich sie. Wenn ich mir nicht sicher bin, so wie ich hier auch ein bisschen nachgemäht habe beim Alex, kann ich eigentlich 34 einen Trick machen kannst du, Alex, das ist wichtig, dass die Karte gut geguckt ist, und dann gucke ich noch einmal. Ich will es auch so reden, nicht, dass ich vielleicht so einmal verwieselt habe mit einer Raute, ne, zum Beispiel. Ich gucke gut drauf, und dann ist der tipptopp. So, auf dem Punkt hier muss ich den Alex-Karte drauf lehnen, und dann hilft ein Kerl ab. So, voilà. Nun können da von der natürlich ist es ganz schön, wenn der ausstreift. Ich erkläre euch hier noch, wenn der nicht ausstreift, so zum Beispiel könnt ihr wieder auch machen. Fangen wir mal an, wenn der nicht tut, könnt ihr schön ausstreifen. Wenn das noch nicht so perfekt ist, als das auch nicht so wild, habt ihr gesagt, ihr seht die Karte. Aber nicht, dann erkläre ich euch direkt, wenn du kann auf dem ersten Weg gehen. Was meine ich noch? Wenn das heute passiert, dann gucke ich, dass ich, was für eine Karte fand, Terz auf Feier, weil das ist die Karte, die ich schon kenne. Die ich gucke, Terz auf Feier, was die, sobald ich an den Kind drüber. Und so ich schließe den Gedanken, das ist natürlich nicht wahr, aber das macht es ein bisschen spannend. Und darüber so ich vielleicht einen Schuss noch probieren. Ich gucke hier, und ich fahre so am Anfang durchgehen, wenn ich ein bisschen lang brate, ich sehe da direkt hier aus hier. Und da weiß ich, die Karte, die drin ist, ist hier Terz auf Damm. Da weiß ich schon so, was die Karte ist. Aufgepasst, der muss bedenken, nun ist Feierherz. Man könnte sagen, ja, wie weiß ich, ob es die Heiten ist oder die Heiten. Weil das ist einfach, der muss sich vorstellen, wenn der Paar so ist, umgedreht ist, dann ist das die Karte, die rechte Hand davon aus. Nicht die linke Hand davon aus. Man hat noch ein bisschen mehr proper, dass man das noch ein bisschen besser gesehen. Der Tisch ist, dass die Karte, die immer rechte von der Karte ist, von der eben ausgestreift wird. Okay, das ist wichtig, dass er erst das verhält, nicht, dass du darüber sichert. Wenn du nicht sicher siehst, guck einfach, wenn ich sie umdrehe, als die über die andere Karte, ja, also als die. Das ist immer die Karte, die drin ist. Die Karte, die ich gesehen habe, die Karte, die drin ist, oder auf der rechten Seite ist, als die Karte, die den Zuschauer gewählt hat. Die ich weiß, so was Karte ist, ich kann doch direkt sagen, du hast die Dote gewählt. Aber das wäre nicht spannend. An dem Moment ist es wichtig, dass ich so entweder und so ein konzentrier dich, mein Kind dann so, oder Telepathie. An dem Moment weiß ich, dass die dritte Karte, und da kann ich das ein bisschen mehr zauberhaft, ein bisschen mehr mysteriös machen, wie ich so, das ist die Karte. Voilà. Natürlich ist so ein konzentrier dich auf die Karte, das ist die dritte, ja, tipptopp.
Voilà, das ist nun mal die Basistechnik, die du hast. Nun hat er wahrscheinlich ein paar Fragen und ich hoffe, dass ich den Allwert beantwortet kriege. Und voraus, das ist erstens, David, was mache ich hier? Wenn ich hier zum Beispiel nicht kann ausschreiben, ich kann das nicht. Da könnt ihr zum Beispiel etwas machen, dass das Karten auf den Tisch liegen. Nicht normaler. So. Das dauert ein bisschen lang Zeit, aber da könnt ihr hier, tak, 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 tak. Und so, David, ich habe keinen Tisch. Aber das ist nicht schlimm, da kann ich Alex kann zu einem Kind hinkommen, da weiß man das, wie man das machen, wenn wir noch keinen Tisch haben. So nicht, Monsieur, könnt ihr eure Hand ausstrecken, einfach so schritt, und dann lehne ich einfach Karten hin. Aus der Hand, da brauche ich Kindisch. Und dann mache ich das die ganze Zeit, und dann konzentriere ich mich auf den Karte. Und dann warte ich, hei, bis ich hei, schlussendlich, oh, hier habe ich mein Herz auf Feier, und da stoppe ich. So, ich konzentriere mich, spüre, dass ich die nächste Karte den wird sind. Dann lehne ich sie hin, und dann hast du doch super. Voilà. Vielmals, merci Alex, du bist der beste Assistent hier. So, da kannst du dich umsetzen gehen, und dann mache ich fertig mit einer Erklärung. Voilà, das ist der Tote, könnt ihr auch auf die Art und Weise hier präsentieren. Anhand von den Zuschauern, wenn ihr soll kein Tisch haben oder nicht, wenn ihr streifen. Das hält just natürlich ein bisschen mehr Zeit mit dem Rauslehnen, aber das macht es natürlich auch mehr spannend. Und der muss nicht fertig, dass, ich meine, das ist halt zum Beispiel der Fall, dass er ausstreift und du zum Beispiel der Tote, das ist, wo aus mein Feier, dass du musst selbst die Tote machen und dann nervös geht, weil das Feier nicht fand. Das ist die tote Methode, die ich mit Alex gewesen bin, als vielleicht in dem Moment einfach für das Sto und Rolle kommen und das kann heraussehen. Voilà. Also das Prinzip von der Lead-Karte wird man hier nur noch einen Trick benutzen. Im vierten Moment fand ich aus der Tote ein guter Art und Weise, wo ihr könnt, egal was für eine Karte, immer viel rauszuholen. Das ist ein ganz flotter Trick, den da, wie gesagt, zu allen Momenten, wenn ich frage, oh, tja, schon ein Beispiel, Alex, schon her und du kennst ein bisschen Zauber, kannst mal einen Kartentrick weisen. Und die sagt, ja, kann ich machen. Und die denkt, ja, normalerweise muss ich viel bereden. Nein, muss ich nicht viel bereden. Ich kann das so gut stecken. Und das Besondere ist, dass das, wenn ich in die Situation soll kommen, zum Beispiel, ich erkläre nur ganz einfach, ich will den ersten Trick weisen, wir sind noch mit der 6 und mit der 9. Und da könnt ihr dann sehen, okay, und holt die Karte, wie er möchte. Und dann seht ihr, ups, da kann ich den Trick nicht mehr weisen. Und da könnt ihr dann immer den Heute weisen. Und der Zuschauer weiß ja eigentlich nicht, was er wollt weisen, der Tisch. Da könnt ihr dort also einen absoluten Trick, den ihr immer könnt weisen. So, der Leif Leute, das war dann für unseren ersten Teil vom Zauberatelier mit den Karten. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß, wir haben noch ein paar Sachen gesehen. Und die nächste Kehr fahren wir da weiter nach Metrika und nach pur ganz kleine Regeln von der Zauberei. Ich gehe jetzt schon die nächste Kehr mit Fred, dass wir können zusammen zaubern. Und ich sage dem Alex schon mal, merci, dass er das Kehr so gut mitgeholfen hat. Und ich bin sicher, dass wir Alex nächste Kehr auch noch dabei haben. Adi!